Lange? In der Küche. Skandal, Lange! Skandal! Warum? BU wird von Danone erpresst. Großartig. Ey! Ja. BU wird von Danone erpresst! Ach, ja, ja, weißt du, was der Deal ist? Der Deal ist folgender: BU drückt jeden Monat die Hälfte der Einnahmen an Danone ab. Ansonsten drohen die das Vereinsgelände in die Luft zu sprengen. Und das Clubhaus. Ja. Das ist ein Skandal, ist das so. Warum soll gerade BU erpresst werden? Das ist doch Schwachsinn. Nee, das ist überhaupt kein Schwachsinn. Der Präsident von BU war doch in der Toskana gewesen. Ja, und der hat ja gegen eine Hecke gepisst, gell. Die Hecke gehört zu dem Grundstück vom Danone-Chef. Ja, der hat ihn an die Wand genagelt. Wer bist du? Was merkst du beruflich? Drück schön die Hälfte ab. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Ja, nee, hier. Der ist doch... Nee, vor der Saison. Deswegen, ich hatte mich schon gewundert, gell. BU wollte vor der Saison Rivaldo und Jardel holen. Mario Jardel. Das ist wieder alles Information. Nee, das sind doch nicht... Nee, hör mal zu. Das sind nicht mehr die Jüngsten, aber immer noch gute Fußballer. Das wäre ein Transfer-Coup gewesen, wäre. Und was hat der Danone-Chef gesagt? Der hatte gesagt, gell, wenn du die Transfers tätigst, nehme ich Activia vom Markt. Ja, das Stichwort Kacken. Gibt's ja gar nicht. Ja. Und pass auf. Und er meinte, für den Schaden, der durch Activia entsteht, kommt bei Mick Ulloas auf. Hat ein schöner Presse, wegen Rivaldo nicht gekommen. Naja, der wäre auch so nicht gekommen. Du nimmst das alles nicht ernst, ne? Was ist, du siehst ja gar nichts mehr. Was ist du denn für ein scheiß Journalist hier? Das notier doch mal mit hier. Ja, hab ich doch alles. Dann gehst du zu Coupé, du Nacken. Spätzle.